Ein Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Wer den letzten Part nicht gesehen hat, sollte das natürlich tun, damit ihr auch wisst, was passiert ist. Aber kurz und knapp kann ich sagen, wir wurden von Onkel Mario in Altairs Raum geführt, wo seine Rüstung steht. Dafür müssen wir aber erstmal 6 Krypten erkunden und da so runde Kreissymbole finden, so runde Platten, die wir dann unten einsetzen müssen. Und wenn wir alle 6 gefunden haben, dann haben wir Zugriff auf Altairs phänomenal coole Rüstung. Die ist ja so schön schwarz. Zeigen werde ich sie jetzt nicht nochmal. Claudia hat uns eingeführt, dass wir von nun an die Stadt renovieren können. Das haben wir beim letzten Mal ja auch schon gemacht. Zumindest eine Sache. Und alle 20 Minuten kommt halt Geld in die Truhe. Zumindest wenn wir etwas tun. Wir können also nicht einfach stehen bleiben, mal eben auf Toilette gehen oder duschen gehen. Und man kommt wieder und man hat nach 20 Minuten, dann sagen wir mal, da wieder Florin im Kasten. Nee, man muss sich schon bewegen. Es gibt zwar Leute, die halten einfach die W-Taste mit irgendwas gedrückt, dann läuft er die ganze Zeit irgendwo gegen, aber ich mach das nicht, das ist mir zu doof. Ja, wir machen uns jetzt auf jeden Fall auf nach Florenz wieder zurück. Bevor wir das aber machen, können wir hier nämlich verschiedene Gegenstände einsammeln, die in der Stadt so ein bisschen verteilt sind. Da werde ich jetzt auch mal ein bisschen nachgucken, das sind so Figuren, die kann man dann auf so ein Podest stellen, das werde ich dann gleich noch kurz zeigen, bevor wir dann nach Florenz zurückreisen. Und da, wenn wir da, sagen wir mal, auf einem Podest 2 Figuren hingestellt haben, die zueinander passen, dann bekommt man Florin, ein bisschen, so 2000 glaube ich, und das ist ja eigentlich nicht schlecht. Deswegen gucke ich jetzt gerade nochmal, ich weiß nicht mehr genau, wo diese Figuren jetzt sind, aber doch, da hinten sehe ich ja zum Beispiel wieder eine. Die habe ich immer so zufällig in der Stadt gefunden, aber wenn man einfach mal die Stadt was erkundet, dann findet man die eigentlich. Oh, und was sehe ich da oben noch? Eine Feder. Ich glaube aber nicht, dass wir da jetzt so leicht drankommen, weil es ist nämlich so, dass wenn wir Gebäude ausbauen, dann kommen wir auch besser an die Türme ran. Deswegen werde ich mir die Feder da jetzt nicht holen. Und ich glaube, hier habe ich noch eine Figur gesehen. Genau, schon die dritte. Ich werde jetzt nicht alle suchen, aber ich gucke nochmal, wo sich denn noch eine befinden könnte. Und vielleicht haben wir schon sogar 2 passende gefunden, die wir dann aneinander stellen können. Da hinten sehe ich jetzt nichts. Ich meine, ich könnte das natürlich jetzt auch im Internet nachschauen, da habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Nein, Ezio, das sollst du nicht machen. Ach, eigentlich solltest du auch woanders dran springen, egal. Oh, dafür ist hier aber eine Truhe. Naja, egal, gut. War dieser Fail ja doch nicht so schlecht. Immerhin 303 Florin bekommen. Hurra. Ja, meistens sind die Figuren halt auf den Dächern. Ich glaube eigentlich immer. Mann. Okay, wir können jetzt hier doch drauf, aber die Feder gehe ich da hinten nicht holen. Da ist sogar noch eine Figur. Haha, ich war doch nicht dumm. So. Und da haben wir die vierte dann auch schon. So, die Venus-Statuette gefunden. So, und dann gibt's hier, wie gesagt, da hinten leuchtet auch schon, diese Podeste, wo man das draufstellen kann. Und ja, wenn man halt 2 Figuren da draufstellt, dann, hier ruhen 2 Brüder, einer ruht in der Tiefe, der andere am Ende der Zeit, okay. Okay, dann haben wir hier noch gar keine eingesammelt anscheinend. Aber vielleicht hier. Hier sitzt der König des Olymp und neben ihm steht die Weisheit, um seine Herrschaft zu lenken. Hä, wieso kann ich denn da nichts drauf tun? Müsste ich doch eigentlich können, oder nicht? Oder kann ich hier was drauf tun? Müsste doch eigentlich funktionieren. Ah, genau, um zu interagieren. Ja, perfekt. Da haben wir direkt 2 Figuren gefunden. So, und da sieht man es jetzt auch. Da öffnet sich was und da sind 2000 Florin drin. Super. So, aber ich meine, wir haben doch 4 Statuetten gefunden. Das heißt doch, okay, vielleicht sind... Sag bloß, wir finden ja auch 2. Ja, wie geil ist das denn? Haha, haben wir auch direkt 2 Stück gefunden. Perfekt. Cool, cool. Das heißt, uns fehlen nur noch 2 Stück. Vielleicht suche ich die jetzt doch noch, ich weiß nicht. Nee, auf jeden Fall cool. Ich glaube nämlich, hier hinten ist noch irgendwo eine. Ah, aber ich glaube, ich mache mich jetzt auf nach Florenz einfach. Aber schon nice, haben wir direkt 2 gefunden. Haben wir direkt die 4 gefunden, die auch perfekt zueinander gepasst haben. Jetzt fehlen uns nur noch 2 Stück, aber ich glaube, ich kann mich auch entsinnen, dass irgendwo hier in der Nähe auch noch so eine Statue war. Also man hört das ja meistens auch schon so ach, da hört man immer so ein Geräusch, so oder so ein ganz mystisches Geräusch, halt wie bei dieser Schatzkiste halt. Und da hinten sehe ich sogar eine Figur schon. Haha, bin ich gut. Seht ihr sie auch? Da hinten ist sie. Ja, und jetzt müsstet ihr das Geräusch eigentlich auch hören. So. Perfekt, die Jupiter-Statuette gefunden.
Und da hinten sehe ich die andere. Ha, wie geil. Gut. Ja, dann haben wir sie ja doch alle gefunden. Total ungewollt. Aber was soll's. So. Minerva-Statuette. Super. Dann gehen wir die mal ab. Ich glaube, das war... Nee. Ich glaube sogar nicht, das waren alle. Nee, stimmt. Es gibt nochmal zwei andere Figuren. Das heißt, wir haben wahrscheinlich noch nicht mal ein zugehöriges Paar gefunden. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich drück mal E, vielleicht sieht man dann ja irgendwas schimmern. Sieht man ja manchmal. Ich sehe jetzt hier aber nichts mehr. Nee, egal, gut. Dann gehen wir kurz nochmal nach hinten. Um zu gucken, ob wir die befestigen können. So. Ich hatte erst vor, das Offscreen zu machen, aber ich dachte mir, komm. Also für manche, die das vielleicht nicht kennen, bevor sie dann wieder Fragen stellen, dachte ich mir, mache ich das doch einfach. Ah ja, und einer hatte gefragt, der Mezzo, oder wie man den ausspricht, Mezzo, ich weiß es nicht genau, der hatte gefragt, wie dann die Steuerung oder die Tastenbelegung in Assassin's Creed ist. Ja, ich kann nur sagen, ich habe sie nicht geändert, also ich habe auf 1, das kann ich jetzt nicht drücken, also da würde ich einen Trank nehmen, auf 2 ist meine versteckte Klinge, auf 3 mein Schwert, auf 4 meine Fäuste. Dann ist auf Q, wenn man das gedrückt hält, kommt man hier in diese Leiste. Und wenn ich dann halt da drauf klicke, muss ich dann zum Beispiel linke Maustaste drücken und dann schmeißt Ezio halt Geld. Hier, das ist das halt die Wurfmesser, das ist der Dolch. Ja, mit rechter Maus, also wenn man W drückt und dann rechte Maustaste, dann läuft der so. Wenn man nur W drückt, läuft der so. Und wenn man W, rechte Maustaste und Leertaste gleichzeitig drückt, dann sprintet der. Es ist vielleicht anfangs gewöhnungsbedürftig, aber man gewöhnt sich wirklich dran. Und nun ja, das ist das eigentlich. Und ich glaube sogar, ich weiß noch, wo wir eine Statuette finden. Und ich weiß, ich rede mal wieder viel zu viel. Fällt mir gerade so auf. Aber wenn mich nicht alles täuscht, ist hier hinten doch irgendwo eine. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich glaube schon, dass hier irgendwo eine war. Naja, hier oben glaube ich jetzt eher mal nicht. Nee, dann war hier wohl doch keine. Schade, habe ich gedacht. Da habt ihr mich wohl getäuscht. So, da unten haben wir die Statuetten draufgestellt. Ich nenne es immer Statuen. Da auch. Ah, das heißt, nur noch da hinten und um die Ecke fehlt uns was. Naja, mal gucken. Sag bloß, wir haben zwei hier gefunden. Ah ja, geil. Gut, da haben wir auch die anderen zwei gefunden. Perfekt, jetzt fehlen uns nur noch zwei Stück, die wir suchen müssen. Die waren ja auch immer alle sehr nah beieinander. Krass. Cool. Haben wir direkt 6000 Florin jetzt hier mal eben gemacht. Ich würde sagen, wir bauen dann auch direkt was in der Stadt aus. Oder sollen wir für eine Rüstung sparen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, weil ich glaube, wir kommen so schnell nicht mehr hier zur Bank zurück. Und es gibt ja keine Bank jetzt in der Stadt oder so. Ich guck mal, ob es hier was Preiswertes gibt, was man... Buongiorno. Salute, Ezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja, ich bitte drum. Was könnten wir denn ausbauen? Ein Kunsthändler hatten wir noch nicht. Das würde 1000 Florin kosten. Ein Schneider auch 1000. Das Bordell 3000. Ja, okay, ist alles was teurer. Ja, ich würde sagen, dann machen wir einfach den Kunsthändler und den Schneider einmal. Dann haben wir jetzt wirklich von jedem Gebäude was. Und dann hier einmal den Schneider. Jetzt haben wir jede Sache auf 1. Zumindest von den ganzen Sachen, wo wir was kaufen können. So, direkt mal um 6250 ist der Wert hier gestiegen. Perfekt. So. Ich glaube, unser Einkommen steigt dadurch nämlich auch. Okay, hier könnten wir jetzt noch so Kampfausbildungen machen. Aber naja, nun würde ich sagen, machen wir uns mal auf die Socken. Nach Florenz zu reisen, waren ja jetzt lang genug hier. Ich gucke aber noch mal einmal, ob wir hier nicht uns neue Rüstung kaufen können. Ich weiß es ja nicht. Okay, da hätten wir jetzt eigentlich genug Geld für gehabt, aber das haben wir natürlich jetzt verkauft. Waffen, was gibt's hier? Okay, das wäre jetzt besser, aber Messer, Stilette, Munition, haben wir alles. Ne, ich würde sagen, wir sparen erstmal auf das Rüstungsteil. Okay, jetzt könnten wir hier noch unsere Beutel, Kleider färben. Aber ich glaube, hier gab es nicht so schöne Sachen. Soweit ich weiß. Nee, gab's nicht. Beutel. Nee. Ein andermal, Messere. Genau, ein andermal, Messere. Ich habe ein Elixier aus Blei und... So, jetzt machen wir uns aber... 1000. Nein. Da, ich gehe einfach nochmal zurück. Ich glaube, wir kommen aus dieser Stadt nicht raus.
So, aber naja, dann, ich werde auf jeden Fall noch nach Florenz reisen. Und ich glaube, wenn ich das Geld jetzt mal kurz abgeben habe, dann muss ich mal kurz einen kleinen Cut machen, weil ich will mal wissen, wie lange ich schon aufnehme. Ich habe mir nämlich jetzt keine Uhr hier nebengestellt und dann kann ich noch schön abschätzen, wie lange ich dann aufnehmen kann noch, so für einen Part. Ach, musste das Geld auch unbedingt jetzt kommen, ne? So, 1000 Florin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns sofort wieder, einen Augenblick. Und da bin ich wieder zurück. Ja, okay, ich habe jetzt gesehen, 10 Minuten geht der Part schon, aber ich sag mir jetzt einfach, dann wird der Part vielleicht so um die 20 Minuten lang, weil ich habe mir jetzt gesagt, wir haben jetzt so viel hier in der Stadt gemacht, da möchte ich dann jetzt auch noch kurz nach Florenz. Tut mir leid, aber immerhin, ich meine, wir haben jetzt 6000 Florin bekommen, dann haben unsere Stadt ein bisschen ausgebaut und haben nochmal 1000 bekommen, ist ja jetzt eigentlich recht gut. Und ich glaube, wenn wir vielleicht noch eine Mission absolvieren, bekommen wir noch mal Geld, dann können wir uns schon direkt das nächste Rüstungsteil kaufen. Von daher war es ja das doch wert. Und für die Leute, die vielleicht die Statuen nie gefunden haben, ach, die Statuetten, die können ja jetzt mal schauen. Jetzt wissen sie ja, wo zumindest die anderen sind. Und die anderen, die werde ich einfach mal, glaube ich, offscreen kurz gucken, wo die sind und dann mit euch dahin laufen. Und dann zeige ich euch die auch noch mal, wenn wir das nächste Mal in der Stadt sind, Monteregioni, nach Florenz reisen. Ja, super. Ja, akzeptieren. So. Gut, 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 gut. Und wir schreiben das Jahr 1478. 2 Jahre später, Ezio ist junge 19 Jahre alt. Ja, ja. Schön, schön. Und wir stehen vor Leonardos Werkstatt. So, gucken wir erstmal, was es denn so Neues gibt eigentlich in der Stadt. Hilfe. Ich glaube, neue Aussichtstürme werden wir gar nicht so viele machen. Ich glaube, höchstens, wir erkunden, glaube ich, nur noch diesen Bereich hier. Und hier vorne kommen wir noch erst gar nicht hin, das ist ja erst am Ende des Spiels. Ja, genau, hier ist sogar schon Aussichtsturm. Ich glaube aber, wir... Ach doch, den einen Aussichtsturm machen wir. Und dann gehen wir zu Leonardo. Und die anderen Aussichtstürme, die es da noch gibt, die werde ich dann wieder offscreen machen. Und ich glaube, wenn wir da mit Leonardo gesprochen haben, dann war es das erstmal. Und ich glaube, der gibt uns jetzt unsere zweite versteckte Klinge. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube es aber. Ah. So. Wo man sowas lernen kann. Nirgendwo. Er ist im Brotherhood. Dann rekrutiere ich erst Novizen. So. Da. Der nächste Aussichtsturm. So, werden bestimmt wieder einige auf der Map angezeigt jetzt. Ja, genau. Die werde ich aber alle machen, wenn... Also, offscreen. So. Adlersprung. Kann es vielleicht sein, dass hier eine Schatztruhe ist? Ah, nee, okay, weil hier stehen so Adelsgeschlechter irgendwie. Das ist ja manchmal so. Oh, nee, nicht diese Minnensänger. Weg da. Verpisst euch. Sonst hau ich euch die... Dieses Piano oder was das ist. Wie nennt man diese... Gitarre? Das ist keine Gitarre. Ach, wie nennt man das Ding nochmal? Keine Ahnung, egal. Dieses Musikinstrument hau ich euch um die Ohren. So. Oh, ich habe was glitzern gehört. Wie kann man was glitzern hören? Ich bin auch was komisch. Aber nein. Ach, scheiße. Nein! Oh. Ezio, verdammt. Ja, der hat jetzt eigentlich bei dem normalen Passanten... Hätte ja diesen Sprung gemacht. Oh, und ich sehe gerade, wir haben jetzt hier irgendwo... wieder so ein Glyphensymbol. Wo könnten das sein? Das würde ich jetzt aber gerne wissen. Ja, tut mir leid, der Part ist dann halt was anders geworden. Was ist das denn da hinten? Ach, das ist es ja schon. Der Part ist halt dann nicht wie geplant geworden, aber egal. Suche weiter und du wirst finden. Datei freigeben. Er ist gepflückt von einem Baum, der von einer Schlange bewacht wurde. Bewirkt seine Kräfte Wunder. Dann abgenutzt von der Zeit, auseinandergerissen, unter einem roten Meer versteckt. Erneuerer der Zeit. Uiuiuiuiui. Ah, scheiße, das war ein schweres Rätsel. Er ist gepflückt von einem Baum.
Oh ja, das Willen. Wollen die mich verkohlen? Ich glaube, er ist gepflückt von einem Baum. Genau, das ist doch dieser Baum mit dieser Schlange. Der von einer... Nee, er ist gepflückt, der von einer Schlange bewacht wurde. Bewirken seine Kräfte Wunder? Das könnte vielleicht er sein, weil Jesus Kraft ja Wunder bewirkt. Abgenutzt von der Zeit. Oh Gott. Auseinandergerissen. Oh Gott. Und unter einem roten Meer versteckt. Kein Plan. Das vielleicht, ne. Oh Gott. Das war schwer. Also, er ist gepflückt von einem Baum, der von einer Schlange bewacht wurde. Das ist das erste Bild. Bewirken seine Kräfte Wunder. Ich würde mal sagen, das. Es bewirkt ja Wunder. Abgenutzt von der Zeit. Was könnte denn für die Abnutzung stehen? Man erkennt diese Bilder so blöd. Nur ich gucke jetzt ja auch gerade echt nah an den Bildschirm ran, um da irgendwas zu erkennen. Abgenutzt von der Zeit. Vielleicht das hier. Auseinandergerissen. Vielleicht hier die Axt und unter einem roten Meer versteckt. Das? Nee. Ich glaube, das ist das Rote Meer. Ich bin mir aber nicht sicher. Nee, das ist das Rote Meer, genau. Der ist ja irgendwie auf so einem Boot, glaube ich. Könnte sein, dass es vielleicht das ist. Ich gucke jetzt einfach mal alle Bilder durch. Oh ja, perfekt, geil. Oh, wir haben es geschafft, super. Abgenutzt von der Zeit. Weil das war ja das letzte Mal von dem, glaube ich. Ja, perfekt, cool. Ah, okay, hier kommt jetzt so ein... Ja, wenn ihr dran sitzt, dann wird's... Dann piepst wahrscheinlich mehr. Haha. Ehensplitter 34. Tuch. Passcode gefunden. Ja, super. Hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen. So. Ja, wie gesagt, das ist dieses Rätsel, was ich noch nicht geschafft habe. Das werde ich mal bei Zeiten machen. So. Haben wir das auch schon gelöst. Mein Mann, der Part ging gar nicht, wie ich ihn wollte. Ich wollte eigentlich direkt nach Florenz reisen, direkt mit Leonardo sprechen. Was habe ich jetzt gemacht? Totalen Unfug eigentlich nur. Naja, was soll's. So. Hier bekommt ihr ausschließlich Meisterwerke der Schmiedekunst. Ja, schön für dich. Steck dir die Schmiedekunst sonst wohin. Aber wie gut, dass mir die Tür offen ist. Ezio, du lebst ja noch. Sieh sich das einer an. Die letzten zwei Jahre waren gut zu dir. Aber du bist nicht mehr derselbe, was? Ich hoffte, du könntest mir vielleicht mit etwas helfen. Alles für dich, mein Freund. Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Das ist schwer zu knacken. Sehr klug bei der Nutzung der alten Sprachen. Wenn ich vielleicht... Oh! Es scheint sowas wie ein Handbuch verschiedener Assassinentechniken zu sein. Darf ich mal sehen? Warte, was ist das? Dieses Mal ist es kein richtiger Plan, nur eine Serie von Skizzen. Was das wohl zu bedeuten hat? Hoho, natürlich. Und warum nicht? Eine großartige Idee. Kannst du es fertigen, während ich die Sachen aus dem Fragment ausprobiere? Nimm das. Ich lasse meine Assistenten einige Puppen zum Üben aufstellen. Ey, Vincenzo! Worten Taten folgen lassen. Verschiedene Antatechniken üben, während Lorne über den Kodex-Seiten brütet. Ja, super. So. Klasse. Ja, genau. So. Okay, das sind die Puppen. Ja, genau. Das sind ja schon alles so Sachen, die ich wahrscheinlich selbst schon mal gemacht habe. Aber was man halt alles so machen kann. Weiß ich auch genau, was man machen muss. Hier muss man erstmal rein. Und den in den Heuhaufen ziehen. So. Das andere ist hier oben. Da muss man ein Luftattentat machen. Und das da. Da muss man nämlich einfach nur nach hier oben. Und den... Sah man ja auch früher in den ersten Trailern von Assassin's Creed immer wieder das gemacht hat. Ach, ich war damals so geflasht von dem von Assassin's Creed 2, das weiß ich noch, oder von Brotherhood so. Ich dachte mir, oh wie geil, wenn ich jetzt Assassin's Creed 3 sehe, oh wie geil, Assassin's Creed 3. Nee, okay, gut. Ja. So. Gehen wir zu Leonardo zurück. Ich hab's geschafft.
Komm schnell, schau. Nimm es, probier es. Hab Dank, Leonardo. Gar kein Problem. Es gibt jemanden, den ich hier treffen müsste, aber ich kann mich ihm nicht öffentlich nähern. Weißt du da einen Weg? La Volpe. Der Fuchs? Psst. Verstehe. Aber weißt du, wo er sich aufhalten könnte? Vielleicht in der Nähe des Mercato, wo die Diebe hausen. Sei vorsichtig, Amico. Und perfekt, wir haben zwei Klingen. Juhu, 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 juhu. Juhu, juhu, juhu. Wir haben zwei Klingen, der Wahnsinn. Geil, geil, geil. So, und ich weiß auch schon, was im nächsten Part passieren wird. Das wird auf jeden Fall geil werden. Rüstung. Okay. Armschütze erstmal aus Leder. Ich weiß es gar nicht. Könnten wir uns beides leisten? Ich könnte ja jetzt nach Montregioni zurückreisen, weil da gibt es das ja alles verbilligt. Ich weiß jetzt nicht. Ja. Ich glaube, wir reisen kurz nach Montregioni zurück. Dann machen wir das. Genau, ich reise nach Montregioni jetzt erstmal zurück mit euch. Dann beende ich dort den Part und dann treffen wir uns im nächsten Part wieder. Und dann werde ich nämlich hier stehen, vor der neuen Mission und werde die ganzen Aussichtstürme schon erkundet haben. Nebenmissionen und sonstiges werde ich natürlich nicht machen. Vielleicht machen wir dann noch im nächsten Part dann erstmal ein paar Nebenmissionen. Mal gucken. Auf jeden Fall, ich weiß auf jeden Fall, was im nächsten Part kommt. Das wird richtig toll werden. Naja, okay, gut. Dann würde ich sagen, Montregioni Villa. 100 Florin erwartet der Typ. Halsabschneider. Ne, okay, vielleicht können wir uns das hier ja leisten dann komplett. Und, oder vielleicht kriegen wir ja auch schon direkt wieder neues Einkommen. Ich glaube aber nicht. Falls ich jetzt offscreen, wenn ich die Aussichtstürme mache, Einkommen bekommen sollte, dann werde ich mir dann die Armschützer kaufen. Und ja, ansonsten werde ich mir jetzt erstmal das von dem Helmschmied holen. So. Hier vorne ist der ja jetzt Rüstung. Das könnte ich mir auch nicht leisten. Ja, egal, dann kaufen wir uns erstmal das hier. So. Jetzt haben wir das hier oben schon mal. Und vor allem steigt dann auch der Wert hier. Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal die Aussichtstürme und alles in Florenz. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und dann überlege ich mir, ob wir Nebenmissionen machen, wenn es welche gibt, oder Hauptmissionen. Ich guck mal. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.